Jungs und Mädels, was geht ab? Heute möchte ich euch mal zeigen, was wir machen können, wenn wir bei 5M den Fehlercode bekommen, Verbindung fehlgeschlagen, beziehungsweise eben Connection failed, wenn wir das Ganze auf Englisch eingestellt haben. Im Prinzip gibt es dafür nur zwei, drei Sachen, die wir überprüfen sollten oder die wir auf jeden Fall machen müssen. Und dann sollte das Ganze mit der Verbindung auf jeden Fall wieder klappen. Ich hatte selber den Fehler, bei mir hat es aber, nachdem ich das dann alles gemacht habe, auch wieder funktioniert. Das erste, was wir natürlich einmal machen sollten, ich denke, das brauche ich euch aber nicht zu sagen, kontrolliert euer Netzwerk. Wenn euer WLAN nicht funktioniert, dann kann das Ganze natürlich nicht klappen. Probiert auf jeden Fall auch mal aus, auf einen anderen Server zu joinen, denn das Ganze kann dann eben nämlich auch an dem Server liegen. Wenn nämlich gerade einfach der generell down ist, dann funktioniert das natürlich auch nicht. Probiert mal auf einen anderen Server zu joinen, denn wenn das klappen sollte, dann könnt ihr euch ziemlich sicher sein, dass es eben nicht an euch, nicht an 5M, sondern eben genau an diesem Server liegt. Dagegen könnt ihr dann einfach auch nichts machen. Als nächstes schließen wir dann einfach einmal 5M und entweder haben wir das hier direkt irgendwo auf unserem Desktop, dann machen wir da einfach einen Rechtsklick drauf und gehen dann hier auf Dateipfad öffnen. Ansonsten können wir das hier unten auch bei der Taskleiste einfach suchen. 5M, machen dann hier einen Rechtsklick, Dateispeicherort öffnen. Dann haben wir hier eben 5M als Verknüpfung drinnen. Da machen wir auch hier wieder einen Rechtsklick drauf und dann hier eben nochmal Dateipfad öffnen. Hier haben wir dann einmal 5M als Anwendung drinnen, aber eben auch noch 5M Application Data. Hier gehen wir einfach einmal rein und dann gehen wir als allererstes einmal in die Data rein. Hier haben wir dann den Cache. Hier haben wir dann eventuell noch einen Ordner drin, der heißt NV-Cache. Ich habe den jetzt hier nicht. Wenn ihr den haben solltet, dann könnt ihr da einfach einmal reingehen und dann da alles drin löschen. Wie gesagt, nur wenn ihr diesen Server haben solltet. Ansonsten gehen wir nochmal zurück und gehen dann hier zu dem Server-Cache und den hier können wir dann auch einfach einmal komplett löschen. Alles, was hier drin ist, löschen wir einfach einmal. Dann gehen wir direkt nochmal zurück. Dann haben wir hier noch die Crashes. Hier sind eben alle Crashes aufgelistet, die wir irgendwie mal hatten. Habe ich jetzt keine drinnen. Die könntet ihr auch alle löschen, falls ihr da welche haben solltet. Und dann zu guter Letzt noch die Logs. Auch die sind sehr wichtig. Das hat bei mir nämlich im Endeffekt den Fehler, sage ich mal, behoben. Löscht die einfach auch alle mal, die ihr hier gerade haben solltet. Dann können wir das direkt wieder schließen. Und dann jetzt eben noch ein sehr wichtiger Punkt zum Schluss. Denn auch das kann sehr oft zu Problemen führen. Und zwar sollten wir einfach einmal Steam öffnen. Völlig egal, ob wir GTA normalerweise über Steam oder direkt über den Rockstar Games Launcher spielen. Das spielt überhaupt keine Rolle. Öffnet einfach einmal Steam. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, woran das liegt. Das ist einfach irgendein technischer Grund. Wie gesagt, ich weiß es selber nicht ganz genau. Öffnet einfach einmal Steam, loggt euch hier in euren Account ein. Das muss nicht der Account sein mit der gleichen E-Mail-Adresse, mit dem gleichen Passwort wie bei 5M. Loggt euch einfach einmal in euren Account ein. Dann könnt ihr Steam auch im Hintergrund hier wieder laufen lassen. Also einfach einmal klein machen sozusagen. Dann öffnet ihr nochmal 5M. Das ist sehr wichtig auch in dieser Reihenfolge. Schließt vorher nochmal 5M. Öffnet dann Steam und öffnet dann eben erst 5M und wenn wir dann jetzt hier auf einen Server drauf gehen wollen und klicken auf Verbinden, dann sollte das Ganze auch direkt funktionieren. Ja, ihr könnt schon sehen, das Ganze hat auf jeden Fall geklappt. Falls ich euch mit diesem Video hier also etwas weiterhelfen konnte, dann würde ich mich wirklich sehr über einen Like freuen. Kuss fürs Zuschauen und haut rein!